Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Verlust des Ehepartners, ein Fall aus der Praxis. Ja, dieser Fall ist mir persönlich bekannt. Den hat ein Kollege von mir erlebt. Ich kenne auch die Person, die da verstorben ist, weil der im entfernten Freundeskreis mit dabei war, aber nicht von mir beraten worden war. So, ich möchte den Fall mal schildern. Was ist passiert? Ich nenne ihn mal Peter. Ist verheiratet mit Birgit. Er hat ein Kind aus erster Ehe, mit dem aber keinen Kontakt hat. Und Birgit hat aus erster Ehe noch einen Sohn mitgebracht und der Sohn lebte dann mit Peter und Birgit unter einem Dach. Peter war ein sehr erfolgreicher Unternehmensberater, Insolvenzberater, hat da sehr, sehr viele Sachen gemacht, sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Unheimlich dufter, netter Typ. Und dann passierte eines Tages etwas. Die Frau rief den Berater an, also auch ein Kumpel von mir, und sagte, hey, mein Mann ist verstorben. Uff, mit 52 Jahren hat ihn der Sensemann geholt. Herzinfarkt, sofort innerhalb von ein paar Stunden tot. Am Vorabend ein bisschen Schmerz in der Brust gehabt. Die Frau wollte ihn zum Arzt. Lass mich in Ruhe, Schatzi. Ich muss mich erholen. Und dann ist später doch ein Arzt geholt worden und wenig später war er tot. Ein ganz, ganz schneller Tod, eigentlich ein schöner Tod für denjenigen, den es betrifft, aber viel, viel zu früh. Tja, also ein Tod ist natürlich immer eine emotionale Geschichte und eine finanzielle Geschichte. Fangen wir erstmal an, uns das emotional zu betrachten. Das Pärchen Peter und Birgit haben eine super Beziehung gehabt. So habe ich das als Außenstehender wahrgenommen. Das bestätigt mir auch mein Berufskollege, der die betreute, dass sie sehr viel gemeinsam gemacht haben und sehr, sehr intensiv Sachen gemacht haben, sehr, sehr fleißig waren, sehr, sehr busy waren, wirklich zwei Arbeitstiere auch waren. Und das Emotionale ist jetzt, Birgit hat nicht mehr ihren Peter. Und wenn sie nicht ihren Sohn hätte, der mittlerweile Anfang 20 ist, hat sie dann gesagt, eigentlich hat sie keinen Lebenswillen mehr, sie möchte nicht mehr ohne ihren Mann leben. Und der einzige Lebenswille ist jetzt ihr Sohn. Gut, das ist ganz frisch jetzt passiert, das ist, glaube ich, vor 3-4 Wochen passiert. Da muss erstmal Trauerbewältigung gemacht werden, vielleicht wird später die Welt anders aussehen, aber in dem Bereich, wenn Partner sehr, sehr viel gemacht haben und sich sehr, sehr geschätzt haben und sehr, sagen wir mal, auch zeitintensiv und gefühlsmäßig sehr miteinander verwoben waren, dann ist das schon ein Schlag ins Kontor, wenn auf einmal der Partner morgen nicht mehr da ist und die Welt dreht sich weiter. Also emotional eine ganz, ganz blöde Situation, die Birgit jetzt aussitzen muss. Gott sei Dank hat sie, so wie ich höre, viele Freunde, Bekannte, die da helfen können. Ganz, ganz wichtig, dass man sich da fallen lassen kann in einen Freundeskreis. Wer den nicht hat, der muss gucken, dass er vielleicht einen Trauerbegleiter sich nimmt. Ganz, ganz schwierige Situation, das Emotionale. Jetzt kommt aber die finanzielle Situation damit zu. Peter war erfolgreich, hat aber auch im Laufe der Jahre ein schönes Haus gekauft. Wert weiß ich, glaube ich, jetzt 1,2 Millionen ist es wohl geschätzt worden, mit zwei Einliegerwohnungen, die aber, man musste es nicht vermietet waren, die haben für andere Sachen halt genutzt, für Gäste und sonst so eine Richtung. Und die Finanzierung ist auch schön abbezahlt worden. Da ist, glaube ich, noch irgendwas mit 250.000, sagt mir, an Schulden vorhanden. Das heißt, 1,2 Millionen wert, 250.000 Schulden, super Vermögensbilanz. Jetzt kommt das aber, die Liquiditätssituation war eine ganz andere. Peter hat sehr, sehr viel halt geschäftlich gemacht, hat dadurch auch viel Geld verdient, hat aber sehr viel Geld halt genommen, um schnell seine Privatimmobilie abzubezahlen und die privaten Liquiditätsrücklagen waren anscheinend recht eng, weil Birgit erzählte meinem Beraterkollegen, ups, ich habe momentan ein bisschen Engpass, weil bevor ich Rentenansprüche ausgezahlt bekomme, da ist nur eine kleine Lebenssicherung von 50.000, 60.000 wohl vorhanden, die dann ausgezahlt wird. Vergeht natürlich eine Zeit, das geht nicht innerhalb von ein paar Tagen, bevor die Banken irgendwas freigeben, du auf die Konten zugreifen kannst deines Partners, weil anscheinend war keine Vollmachten und Testament vorhanden, wie ich das herausgehört habe. Bedeutet es, dass Möge zuerst einmal eigentlich von der Hand in den Mund lebt. Hat ein Haus mit 1,2 Millionen Wert, aber sie kann eigentlich gar nichts machen. Gott sei Dank sind da Freunde eingesprungen, die ihr ein bisschen Geld aufs Konto bewiesen haben. Und da muss ich sagen, ganz wichtiger Tipp, was kannst du daraus lernen? Cash
ist King. Es muss immer mal 10.000, 20.000 irgendwo rumfliegen bei solchen Vermögensverhältnissen, wo du gerade in solchen Dingen, in solchen Situationen, wo ein Partner so viel stirbt, das hat kein Mensch anscheinend vermutet. Der war zuvor kerngesund, keine Anzeichen, ist nicht mitgerechnet worden. Aber wie das so ist, aus dem Leben gerissen, in der schönsten Lebenssituation sehr wahrscheinlich, wo er Full Power hat arbeiten können, der liebe Peter, ist rausgerissen worden, der Sensemann hat ihn mitgenommen und es waren keine liquiden Rücklagen da. Führt natürlich neben dem emotionalen Schmerz für die Partner jetzt auch eine spannende finanzielle Situation, bis das alles geregelt ist und sie vielleicht auch die zwei Wohnungen wieder neu vermietet. Also sagen wir, in anderthalb Jahren ist der Drops gelutscht. Das ist kein Thema wohl finanziell, wie ich das verstanden habe von meinem Beraterkollegen, der die Witwe jetzt betreut. Kein Thema, aber jetzt aktuell ist ein Problem da. Wenn da keine Freunde, Bekannte gewesen wären, die dann Geld aufs Konto überwiesen haben, dann hätte sie zuerst mal ein ganz, ganz großes Problem. Hätte sie vielleicht Schulden bei der Bank machen müssen. Frage, wie ist sie da aufgestellt? Das weiß ich nicht, so genau kenne ich die Situation halt nicht. Aber es ist nicht schön, wie es gelaufen ist. Tja, dann ist noch eine Steuernachzahlung zu machen, sagte sie meinem Beraterkollegen. Ungefähr von 30.000, liegt aber anscheinend nicht auf dem Konto, weil sie sagte, dafür muss ich im Prinzip den Wert aus der Risikolebensversicherung, da kommen wohl 50.000, 60.000 rein, da geht also die Hälfte ans Finanzamt weg. So, als Außenstehender, wie kann ich das beurteilen, auch nach Rücksprache mit meinem Anleger, mit meinem Beraterkollegen, weil da hat er mich wegen Erben, Schenken, Testament, so ein paar Sachen dazu gefragt, deshalb kenne ich den Fall so genau, nach dem Motto, es ist ein bisschen wenig Todesfallschutz vorhanden. Jetzt geht natürlich einer davon aus, wenn er mit 52, dass man mit 52 nicht so schnell stirbt. Die Lebenserwartung eines Mannes ist so eher so 85 in der Ecke, nach dem Motto, hat ja Zeit und ich verdiene ja gut und. Wir leben jetzt erstmal richtig, entschulde das Haus schön. Ja, gute Sache, aber wenn was passiert, falsche Strategie. Hätte er noch eine höhere Lebenssicherung gehabt, hätte die Witwe sich jetzt ihre Tränen, ich sage das mal ein bisschen salopp, mit viel, viel Geld trocknen können. Risikolebenssicherungen sind nicht teuer, im Gegenteil, recht günstig zu haben, kann man von den Laufzeiten optimal gestalten, man kann das auch von den Versicherungsnehmereigenschaften sehr, sehr gut gestalten, so dass man hier mit einem solchen günstigen Produkt hätte eine ganz tolle Absicherung bringen können, hätte natürlich auch jetzt nicht geholfen als Überbrückung in der Liquidität. Da habe ich ja erzählt, wenn die Freunde nicht eingesprungen wären und hätten der Birgit einiges aufs Konto überwiesen, dann hätte sie die dringendsten Sachen eigentlich zuerst mal so gar nicht finanzieren können. Also auch wenn da festzuhalten, Peter, Kaufmann, BWL-Studium, hat er auch mit Erben und Schenken sich ein bisschen beschäftigt. Er hat zwar ein handschriftliches Testament gemacht, das hat er aus dem Grunde gemacht, weil Tochter aus erster Ehe sollte jetzt nicht ins Grundbuch mit rein, hat wohl seiner Frau vorher das Haus übertragen, steuerfrei. Das hat er gut gemacht, muss man sagen. Und die Tochter aus erster Ehe hat natürlich einen Pflichtteilsanspruch, das heißt Cash. Und das ist dann ein Viertel. Von der Million sind das 250.000. Wie kann das finanziert werden? Sehr wahrscheinlich muss die Immobilie beliehen werden. Das ist ein spannendes Thema. Hätte ich die damals beraten, hätte ich das natürlich ganz locker mit der Risikolebensicherung abgedeckt. Dann hätte man den Pflichtteil sehr, sehr schön an die Tochter bezahlen können vom Peter. Wäre kein Thema gewesen. Aber das ist vermutlich hier nicht gemacht worden, so habe ich das herausgehört. Nein, ich vermute, ich weiß, dass es nicht gemacht worden ist. Ja, nochmal zu diesem Fall. Es hätte ganz, ganz anders laufen können von der Absicherung her. Ein Tod kannst du nicht verhindern, aber die Folgen, die finanziellen Folgen hätte man ganz anders, viel, professioneller absichern können, auch für wenig Geld. Deshalb nochmal das Instrument Risikolebensversicherung. Ich finde das genial. Ich bin Fan davon. Die Risikoversicherung ist für mich immer ein Liquiditätsbringer, um Schulden bei der Bank zu bezahlen, wenn noch Finanzierungsanteile da sind, um Pflichtteile auszufinanzieren, um eine Liquidität zu schaffen, damit der Partner oder Partnerin, die überlebende Partner, Partnerin, dann nicht sofort arbeiten gehen muss, je nachdem, was die als Arbeitssituation haben. Vielleicht weniger gearbeitet. Hier in dem Fall war es so, dass Birgit bei Peter als Angestellte mit praktischem Sekretariat gearbeitet hat, noch ein bisschen Geld verdient hat, aber keinen Fulltime-Job. Das hätte man also ganz anders durch eine Risikolebenssicherung ausgestalten können. Wichtig ist immer bei der Risikolebensversicherung, wenn du so etwas machst, da noch ein paar Sätze zu. Gesundheitsfragen sind ganz entscheidend. Es wird die Gesundheit geprüft. Je höher die Versicherungssumme ist, desto mehr
Untersuchungsergebnisse werden auch benötigt. Ich habe ja sehr viele Mandanten, die da ein paar hunderttausend oder ein, zwei Millionen dann absichern müssen. Die müssen, sage ich mal, schon mal Geräterundlauf machen. Das geht von Laboruntersuchungen über Herz-Kreislauf, also EKGs und so weiter, Belastungs-EKGs. Da müssen die dollsten Werte nachgewiesen werden, damit die Gesellschaft sagt, ja, der ist so aus unserer Sicht gesund, den nehmen wir an, wir versichern ihn. Denn die Gesellschaft muss ja, wenn derjenige tot umfällt oder überfahren wird, dann auch die Versicherungssumme bezahlen. Also prüfen die ganz, ganz akribisch, ob derjenige aufgenommen werden kann. Deshalb auch ein ganz wichtiger Tipp, Gesundheitsfragen müssen genau und detailliert und immer ehrlich beantwortet werden. Ist das nicht der Fall, spricht der Versicherer von einer sogenannten Verletzung der Obliegenheitspflicht, sprich, die können den Vertrag streitig stellen, die zahlen einfach die Versicherungssumme nicht aus. Und das wäre natürlich ein Schuss, der nach hinten losgeht. Ja, dann die Laufzeiten sind zu besprechen, auch ganz wichtig. Hier nochmal zurück auf den Peter, der hatte damals irgendwie ein Beratungsunternehmen gekauft, hatte da auch eine Risikolebensicherung gemacht, diese war mittlerweile, weil das vor über 15 Jahren war, ist die abgelaufen, der hatte nur ein bestimmtes über die Finanzierungslaufzeit, der hatte das damals fremdfinanziert, soweit ich das weiß, den Kauf der Unternehmensberatung. Dann hat er das über 15 Jahre finanziert und hat auch in der Zeit nur dafür eine Risikolimitierung gemacht. Man hätte das eigentlich viel, viel länger laufen lassen sollen, aus besagten Gründen. War also ein bisschen zu kurz die Laufzeit. Wichtig ist also, die Laufzeit muss passend sein, nicht nur auf die aktuelle Situation, sondern auch im Hinblick darauf, was kann denn demnächst passieren? Und da sind immer, wenn ich Schulden abgebaut habe, dann habe ich ja den Eindruck, ja, jetzt gehört mir einiges, aber wenn das ins Erbe geht und ich muss Pflichtteile bezahlen, Cash ablösen und so weiter, da ist sehr, sehr wichtig, Liquidität zu haben. Denn wenn man eine Immobilie hat, auch wenn die viel wert ist, wenn die mir keinen Ertrag gibt und dann nichts Cash rauskommt, dann muss ich sie beleihen. Das ist immer ein bisschen blöd, kann man durch eine Risikoversicherung sehr, sehr günstig, kostengünstig und maßgeschneidert abdecken. Also Laufzeit ganz wichtig. Das nächste, die Höhe der Versicherungssumme, ergibt sich auch aus dem, was ich schon gesagt habe. Da sollte man nicht zu gering rangehen, lieber ein bisschen zu viel Geld als zu wenig. Ich habe noch keinen erlebt, der sich darüber beschwerte, wenn ein Partner nicht mehr da ist, 100.000 zu viel zu haben. Damit kann man sich wenigstens die Tränen trocknen, sage ich mal, ein bisschen überspitzt, wenn man viel Liquidität zur Verfügung hat, denn das Emotionale, der emotionale Verlust des Partners ist schon schlimm genug, aber dann sollten nicht noch finanzielle Herausforderungen mit dazukommen. Also ganz wichtig, die Versicherungssumme darf nicht zu niedrig sein. Und wenn man nachher die Prämien mal vergleicht, das ist nicht so viel, was das kostet. Ich würde immer einen maßgeschneiderten Schutz hier vorziehen, anstatt an so einer Sache zu sparen. Dann kann man auch sehr gut arbeiten bei solchen Sachen, ja, mit so Nachversicherungsgarantien, dass man eine Versicherung im Prinzip verlängern kann, dass Verlängerungsoptionen da sind, ohne neue Gesundheitsprüfung. Wenn man mal zu kurz gegriffen haben sollte, Motto, mir reichen 15 Jahre Laufzeit, ich merke, auch da war viel zu kurz, ich hätte doch noch weitere 5 Jahre danach gebraucht, dann gibt es Möglichkeiten in Verträgen, das noch in einen laufenden Vertrag hinein abzusichern. Also Tipp immer bei der Beratung, diese Gestaltungsmöglichkeiten mit zu berücksichtigen, mit anzusprechen. Ja, dann kommt der nächste wichtige Punkt, der Bezugsberechtigung. Wer ist bezugsberechtigt im Todesfall? Das hängt immer davon ab, wer ist Versicherungsnehmer, wer ist versicherte Person und wer ist bezugsberechtigt. Ein ganz, ganz spannendes Thema, was mir auffällt. Die normalen Versicherungsverkäufer haben davon keine Ahnung. Hier geht es natürlich um andere Sachen. Hier geht es um Erbschaften, um steuerliche Sachen. Das kann man optimieren. Das habe ich ja durch meine Estate Planning Ausbildung gelernt. Für mich ist eine Risikolebensversicherung immer eine Lösung, um Dinge zu optimieren, nämlich dass viel Liquidität vorhanden ist, wenn was passiert, dass die Liquidität in der Familie verbleibt, bei den richtigen Leuten man landet und möglichst wenig Steuern oder gar keine Steuer auslässt. Das kann man wunderbar machen durch Versicherungsnehmer, versicherte Personen und Bezugsrechtsvereinbarung, ganz, ganz wichtig. Tipp, in alten Verträgen steht sehr, sehr oft drin, deshalb solltest du auch mal, wenn du Versicherungen hast, auch Kapitallebensversicherung, die zahlen ja auch im Todesfall. Und reine Risikolebensversicherung solltest du immer mal gucken, was steht denn unter Bezugsrecht drin? Solltest du mittlerweile geschieden sein und du hast drinstehen damals den Bezugsrechtsbus und hast den Ehepartner genannt und du hast dich beispielsweise getrennt von dem Partner, bist aber noch nicht geschieden, dann hat dein Ex-Partner Anspruch, weil er noch auf dem Papier mit dir verheiratet ist, auf die Todesfallsumme.
willst du das wirklich haben? Ich kenne da wenige Fälle, wo das so beabsichtigt ist. Manchmal ja, aber in der Regel will man seinem Ex-Partner, Partnerin da nichts zukommen lassen. Also da auch ganz, ganz wichtig, immer zu schauen in bestehenden Verträgen, wen hast du da als Bezugsberechtigten? Wer ist Versicherungsnehmer und versicherte Person? Wenn du da Hilfe brauchst, komm gerne auf mich zu, denn das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wichtig, ein normaler Versicherungsvertreter kennt sich in diesen Dingen in der Regel überhaupt nicht aus. Aber da spielt die Musik. So, habe ich noch was auf meinem Zettel stehen? Nein, also zusammenfassend, das war der Fall. Ein Todesfall hat also emotionale Herausforderungen für denjenigen, der überlebt, und finanzielle Herausforderungen. Und wie du die finanziellen Herausforderungen absichern kannst, das hoffe ich dir ganz gut dargestellt zu haben mit einigen Tipps und Tricks. Und damit du darauf achten kannst, damit du das in deinem Bereich optimal abgesichert hast oder absichern wirst, wenn das demnächst auf dich zukommen sollte. In dem Sinne, wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine gute Bewertung geben könntest auf iTunes oder Spotify und vielleicht auch 2, 3 Sätze als Bewertung schreibst, denn dadurch wird der Podcast schneller und besser gefunden und es gewährleistet, dass auch andere Leute diesen Podcast hören können. Wenn du keine Folge versäumen möchtest, dann abonniere doch einfach den Podcast, dann bekommst du sofort die Information, wenn wieder ein neuer Podcast hochgeschaltet ist, so dass du keine Sendung verpasst. Und wenn du Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen hast, für die das Thema auch interessant sein könnte, du, gib den Link doch einfach an die weiter. Die werden sich darüber freuen. In dem Sinne, alles Gute, dein Holger, bis zum nächsten Mal.